Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foto drauf, dem Agila Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und steigen auch gleich in das heutige Thema ein. Und zwar sind das Futtermittelallergien bei Hunden und Katzen. Wenn man sich so unter Hunde- und Katzenfreunden umhört, dann wird zumindest gefühlt doch immer häufiger mal berichtet, dass der Vierbeiner eine Futterallergie oder auch Unverträglichkeit hat. Ob dieses Problem wirklich immer mehr unter den Tieren verbreitet ist, wie man sowas erkennt und was man dann tun kann, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Ralf Müller. Er ist Leiter des Dermatologie- und Allergologie-Services an der LMU München und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich auch. Ja, dann starten wir doch direkt mal, ich würde sagen, mit den Basics. Ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen Futtermittelintoleranz und Futtermittelallergie. Ist das wirklich so? Und wenn ja, was unterscheidet die beiden? Es ist tatsächlich so. Es ist aber für die meisten Tierärzte und Tierbesitzer irrelevant, weil die Konsequenz von Intoleranz und Allergie oft die gleiche ist. Wir haben also bei einer Futtermittelallergie oder Futterallergie eine allergische Reaktion des Immunsystems gegen bestimmte Teile im Futter. Bei Futterintoleranz kann das entweder eine Allergie sein oder eine nicht allergische Reaktion zu irgendwelchen Futterbestandteilen, bei denen das Immunsystem also nicht involviert ist. Ein Beispiel wäre, wenn Sie sich eine Lebensmittelvergiftung zuziehen. Wenn man einem Hund zum Beispiel Fleisch gibt, was mit Salmonellen kontaminiert ist oder mit ähnlichen Dingen und der kriegt dann Durchfall, dann muss das keine allergische Reaktion sein, sondern es ist eine Reaktion aufgrund der Toxine, die in diesem Futter gebildet wurden. Diese Toxine rufen aber denselben Durchfall für den Besitzer hervor und für den Hund wie eine allergische Reaktion. Nur ist eben die molekulare Genese ein bisschen anders. Also Intoleranz umfasst mehr Dinge als nur die Allergie. Die Konsequenz klinisch ist aber die gleiche. Wir haben irgendwelche Symptome aufgrund des Futters. Und die Art, wie man damit umgeht, langfristig, ist auch gleich, indem man eben das diagnostiziert durch bestimmte Diäten, also das Futter wechselt sozusagen. Nur die Therapie mit Medikamenten ist anders, weil man natürlich bei Toxinen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen entzündungshemmenden Medikamenten helfen würde, während man umgekehrt bei einer Allergie mit irgendwelchen Antikörpern gegen die Toxine nichts erreichen würde. Ja. Da kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal genauer drauf, was man denn wie und wann macht. Wie häufig kommen denn solche Futtermittelallergien oder auch Intoleranzen bei Hunden und Katzen vor? Ist es tatsächlich so, dass das in den letzten Jahren irgendwie gestiegen ist oder kommt einem das nur so vor? Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann, weil wir im Gegensatz zur Humanmedizin da sehr wenig gute Daten haben. Wenn ich jetzt meine persönliche Meinung dazu geben müsste, von dem, was ich die letzten 35 Jahre in der Tiermedizin gesehen habe, dann fand ich schon subjektiv einen Anstieg von Allergien zwischen den Mitte der 80er Jahre bis vielleicht vor 15 Jahren oder so. Die letzten 10 Jahre hat sich da, was die Zahlen angeht, glaube ich, nicht mehr ganz so viel getan. Und das entspricht auch ungefähr dem, was wir in der Humanmedizin sehen, nur etwas verspätet, also verzögert. Und die Erklärungen, die Sie in der Humanmedizin hören, die passen eigentlich auch aufs Tier. Dass unser Lebensstil, unsere Ernährungsweise, dass sich diese Dinge seit dem Zweiten Weltkrieg dramatisch geändert haben beim Menschen. Und dass sich diese Dinge natürlich auch über die letzten Jahrzehnte beim Hund geändert haben und bei der Katze. Wenn man überlegt, als ich geboren wurde, da waren Katzen als Haustiere selten. Ja, die meisten, ich erinnere mich, ich bin auf dem Land groß geworden, die meisten, die haben gesagt, naja, Katzen, die hat man zum Mäusfangen, die kamen auch nicht ins Haus. Und heute haben wir Katzen in vielen, vielen Stadtwohnungen als Tiere, Partner, Familienmitglieder, was immer man da sagen will. Und die leben dann in einer Drei-Zimmer-Wohnung im 5. Stock in Schwabing. Und es entspricht natürlich nicht dem, was vor 100 Jahren noch war. Und es ist bei Menschen ja gleich, wo wir quasi auch erst die letzten Jahrzehnte mit Duschen und Pizza und kleinen Wohnungen zurechtkommen müssen. Vor 300 Jahren haben die meisten von uns noch irgendwo auf dem Bauernhof gelebt. Ja.
Man kann also schon sagen, also kommen die häufig vor, so Futtermittelallergien, so allgemein unter Hunden und Katzen? Also wir haben neulich einen Artikel geschrieben, da haben wir die gesamte Literatur durchforstet, um herauszufinden, wie hoch ist die Prävalenz, also das Vorkommen von Futterallergie bei Hund und Katze. Und da haben wir gefunden, in den Studien, die jetzt nicht immer so gut und solide waren wie in der Humanmedizin, weil wir da einfach noch ein bisschen hinterherhinken, dass die Prävalenz, also wie häufig das ist, ungefähr bei 1 bis 2% liegen. Also einer bis zwei von 100 Hunden oder Katzen kriegt sowas. Okay. Das kann etwas unterschätzt sein, weil nicht jeder, der einen Hund oder eine Katze mit Futterallergie hat, einen Tierarzt aufsucht, weil manche Besitzer natürlich Dr. Google fragen und es dann selber aussortieren. Ja. Aber so in der Größenordnung wird es liegen. Wenn man in der Tierarztpraxis vorgestellten Hunde und Katzen anschaut, also die, die Hautprobleme haben oder die Gastrointestinalprobleme haben, dann schießt der Prozentsatz natürlich nach oben. Also bei Hunden mit Juckreiz liegt dann die Prozentzahl eher bei 20 bis 30 bis 40%, bei Katzen vielleicht bei 15 bis 30%, aber auf jeden Fall deutlich höher als diese eine von 100 Zahl, die wir gerade erwähnt haben, weil das natürlich schon eine vorselektierte Population ist. Das sind Tiere, die haben schon Probleme. Ja, und Gott sei Dank haben eben nicht alle Tiere Probleme. Ja, zum Glück. Jetzt haben Sie es schon angedeutet. Futtermittelallergien äußern sich unter anderem durch Juckreiz wahrscheinlich. Und woran erkennt man das sonst vielleicht noch? Also beim Hund und bei der Katze sind Hautproblematiken sehr häufig und die sind beim Hund in der Regel durch Juckreiz hervorgerufen, bei der Katze oft durch Juckreiz, aber bei der Katze kommt es manchmal auch zu Symptomen, die vom Besitzer jetzt nicht als Juckreiz wahrgenommen werden. Wenn eine Katze zum Beispiel am Bauch oder am Rücken oder an den Seiten die Haare verliert, dann muss es nicht unbedingt sein, dass der Besitzer die Katze sieht, wie sie die Haare ausleckt oder ausreißt, weil manche Katzen sind sehr privat, die machen solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit. Und dann kann es manchmal auch vorkommen, dass die nur vorgestellt werden wegen Haarverlust, ohne dass der Besitzer irgendeinen Juckreiz erwähnt und auch auf Nachfrage kommt dann, die jucken sich nie, die kratzen sich nie, die beißen sich nie. Machen sie trotzdem, aber halt nicht, wenn jemand zuschaut. Ja. Zusätzlich kommt es, wie bei Menschen auch, zu gastrointestinalen Problematiken, also Magen-Darm-Problemen. Das heißt, Erbrechen ist bei der Katze ein bisschen häufiger als beim Hund. Durchfall ist häufiger beim Hund als bei der Katze, aber beides sind die häufigsten Gastrointestinalsymptome, die wir bei Futterallergien oder Futterintoleranzen sehen. Manchmal kommt es auch zu Symptomatiken, die der Besitzer gar nicht als Problem sieht, weil wenn wir Durchfall sagen als Tierärzte, dann meinen wir einen Kot, der nicht normal geformt ist. Wenn ein Besitzer Durchfall sagt, dann ist es häufig so, dass die meinen, man dreht den Wasserhahn auf. Und in dem Moment, wo Zahnpasta hinten rauskommt, dann wird es oft nicht als Durchfall wahrgenommen. Aber alles, was man nicht gut auflesen kann, ist Durchfall. Also da gibt es dann tatsächlich auch Fäkalscores, sagt man dazu. Da haben wir dann so Bilder, die man dem Besitzer zeigen kann. Das geht dann wirklich von wässrig über steinhart. Also wässrig, Zahnpasta, normal und so weiter. Und oft sagen die Besitzer, Durchfall haben wir nicht, aber zeigen dann auf die Zahnpasta. Ja, und das ist für einen Tierarzt Durchfall. Die andere Sache, die viele Besitzer nicht mit einer Futterintoleranz oder Allergie in Verbindung bringen, sind Flatulenz, also dass die öfter mal einen fahren lassen und dass die öfter Kot absetzen. Der kann gut geformt sein, aber wenn ein Hund viermal am Tag eine Wurst absetzt, ist das abnormal. Und das nehmen aber viele Besitzer gar nicht so wahr, weil dem Hund geht es gut, der Kot ist gut geformt. Nur sagen die ja, mei, das ist halt so bei unserem Hund, ja, aber es ist nicht normal. Das ist also auch schon ein Hinweis, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Und dann gibt es noch seltene Symptome, die man jetzt in vielleicht weniger als 10 oder 5% der Patienten sieht. Respirationssachen, also Lunge, Nase, dass die niesen, dass die Nasenausfluss haben. Katzen können Asthma kriegen mit Futterallergie. Und auch mal Bindehautentzündung, dass die Augen laufen, dass die Augen jucken und sie sich dann die Augen reiben.
Beim Hund gibt es eine Spezialform, die durch Futterallergie hervorgerufen werden kann, wo sie die Krallen verlieren. Das ist sehr, sehr selten, aber das passiert, ja. Bei der Katze ist Speicheln bei Futterallergien manchmal zu sehen, dass die also ein bisschen zu viel Speichel formen und der dann so an der Seite runterhängt. Das wären so die wichtigsten Symptome. Okay, das ist ja schon mal super. Dann hat man jetzt als Tierbesitzer auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mehr Ahnung, worauf man achten sollte. Ich fand auch gerade das mit dem Kotabsatz, wenn der eigentlich normal aussieht, aber das viermal am Tag ist, dass das nicht normal ist. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also da hätte ich gedacht, ja, manche setzen halt dann eher öfter Kot ab und andere ein bisschen weniger. Und ich dachte, sie verdauen dann einfach das Futter vielleicht nicht so gut. Aber es wäre jetzt noch nichts. Aber das ist ja schon mal, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, woher kommt denn so eine Allergie? Also wann bricht die aus? Ist die immer da und bricht erst später aus oder entwickelt die sich im Laufe der Jahre? Wo kommen die so her? Wenn ich diese Frage richtig gut beantworten könnte, dann wäre ich Nobelpreisträger und wahrscheinlich schon in Rente. Wir vermuten, das sind jetzt alles Vermutungen und die sind angelehnt an das, was man in der Humanmedizin natürlich deutlich besser erforscht hat. Aber wir haben auch schon erste Hinweise in großen Studien in der Tiermedizin. In Schweden, in der Schweiz wurden Studien gemacht, da wurden mehrere tausend Hunde eingeschlossen. Von Versicherungen übrigens, die natürlich dann ein großes Register haben von diesen Patienten, die versichert sind und die dann auch die Tierarztrechnungen bezahlen und damit wissen, was quasi bei diesen Patienten nicht stimmt. Und da kam bei den Studien schon, kamen Hinweise, die darauf deuten, dass es wie beim Menschen auch ist, dass der Lebensstil eine Rolle spielt. Wir haben Allergien häufiger bei Hunden und Katzen, die in städtischen Umgebungen leben als auf dem Land. Das ist auch in der Humanmedizin so, wenn Sie auf einem Bauernhof leben, irgendwo in Oberbayern mit Milchkühen, dann haben Sie eine viel geringere Chance, allergisch zu reagieren, als wenn Sie in Schwabing im fünften Stock wohnen. Wir haben beim Hund und auch erste Hinweise darauf, dass diese Hygienetheorie, die beim Menschen eine sehr große Rolle spielt, ganz einfach gesagt, wir sind zu sauber und deswegen haben wir zu wenig Kontakt mit Bakterien, Viren, Pilzen, die wir früher regelmäßig immunologisch gesehen haben, sozusagen. Und wenn das Immunsystem da nichts zu tun hat und sich langweilt, dann ist es wie ein Teenager, der sich langweilt, dann kommt halt öfter mal, was man nicht so will. Und das endet dann eben in einer Überreaktion des Immunsystems gegen ganz normale Dinge, wie zum Beispiel Futter, wie zum Beispiel Pollen oder Staubmilben, die ein gesunder Mensch oder ein gesundes Tier sehr gut toleriert. Beim Hund gibt es dann tatsächlich auch erste Hinweise, dass die Ernährung im Welpenstadium eine ganz wichtige Rolle spielt. Wobei, was jetzt genau an der Ernährung gut oder schlecht ist, mit anderen Worten, ob da viel Bakterien drin sein sollen, um das gastrointestinale Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien im Darm, mit zu beeinflussen und das Immunsystem damit quasi zu schulen. Das ist so ein bisschen, ja, wie eine Schulung dieser Zellen, die dann letztlich entweder allergisch werden oder auch nicht, ja. Das ist alles noch ein bisschen offen, aber die Änderung des Lebensstils und der Fütterung, die scheint schon ein bisschen eine Rolle zu spielen. Dann kommt die Genetik natürlich ins Spiel. Wir haben bei Hunden, da haben wir viel mehr Daten, einige Rassen, die werden viel, viel häufiger allergisch als andere. Unglücklicherweise auch Rassen, die eigentlich sehr beliebt sind. Klassisch wären Labrador Retriever, Golden Retriever. Das sind super Hunde, die sind super geeignet für einen Familienhund. Ja. Wir haben selber so einen hier zu Hause und da haben wir eine Chance von 25, 30%, wenn man so einen Hund kauft, dass der irgendwann mal allergisch endet. Und es gibt eine sehr lange, super Studie, die erste Studie dieser Art, wo bei Westholland White Terriern 100 Hundewelpen über 4 Jahre lang nachverfolgt wurden. Und da wurde geschaut, wie viele von denen werden denn allergisch. Und Westholland White Terrier ist auch so eine Rasse, die das sehr gern wird. Da sind 50% aller Welpen allergisch geworden. Also wirklich eine enorme Anzahl. Ja. Das heißt, die Rasse spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob die im Land, auf dem Land oder in der Stadt wohnen. Es spielt eine Rolle, wie sie gefüttert werden, wenn sie Welpen sind. Ob die Fütterung beim Erwachsenenhund eine große Rolle spielt, da gibt es keine großen Hinweise im Moment, aber beim Welpen schon. Und wie häufig man mit denen rausgeht. Also Hunde, die häufig im Wald und auf der Wiese unterwegs sind, da gibt es auch Hinweise in großen Studien, dass das die Wahrscheinlichkeit einer Allergieentwicklung etwas hemmt. Okay.
Ja, das ist ja auch wirklich wieder ganz faszinierende Informationen. Da war jetzt auch eigentlich schon so ein bisschen mit drin, wie, was kann man tun, um vorzubeugen? Das bedeutet also eigentlich viel rausgehen, am besten auf dem Land wohnen und beim Welpenfutter könnte man schauen. Aber ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da ist noch nicht ganz klar, was genau da drin sein muss, damit eine Allergie vermieden wird. Ja, das ist richtig. Also es gibt nur eine Studie meines Wissens, die da Hinweise drauf hat. Und da wurde festgestellt, dass Welpen, jetzt wirklich junge Welpen, also nicht junge Hunde mit 6 Monaten, sondern Welpen, die gerade entwöhnt werden, 6 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, wenn die nicht Trockenfutter oder Dosenfutter kriegen, sondern selber gekochtes Futter, dann ist die Allergieentwicklung gehemmt. Zumindest zu einem gewissen Grad. Ob das jetzt die Qualität des Futters ist, wage ich zu bezweifeln. Viele Leute sagen, meinem Hund gebe ich nur das beste Futter, die wollen das Beste für ihr Tier und kaufen dann auch teures Futter, was nicht immer das Beste ist, aber was halt oft so angesehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es eher so ist, dass die bakterielle Vermischung oder die bakterielle Kontamination dieses Futters eine Rolle spielt, weil wir wissen, Bakterien sind ganz, ganz wichtig im frühen Lebensjahren oder frühen Lebenswochen beim Menschen wie beim Tier. Und man isst natürlich auch Bakterien. Und wenn man jetzt selber kocht, dann ist es häufig so, so haben wir das früher auch gemacht, als wir noch jung waren, dass wir bei den Hunden dann alle 3 Tage einen großen Topf gekocht haben und dann wurde halt ein Schlag rausgenommen. Ja, und dann stand es halt 3 Tage im Keller oder vielleicht auch nur 2, aber es stand eine Weile rum. Bakterien vermehren sich und verdoppeln ihre Zahl in so einem Gulasch alle 20 Minuten. Da kann man sich hochrechnen, wie viel dann, wenn das 12 Stunden rumsteht, an Bakterien da rumschwimmen. Die sind nicht notwendigerweise schlecht. Wir haben ja beim Käse zum Beispiel auch die Bakterien mit Absicht dazugefügt zur Milch, damit ein schöner Käse rauskommt. Ja. Aber sie formen halt ein bisschen die Anleitung fürs Immunsystem im Darm, wie man sich zu entwickeln hat. Das heißt, wenn man, das ist jetzt alles noch nicht abgesichert mit Daten, aber ich spiele jetzt einfach mal das, was man in der Humanmedizin schon so ein bisschen vermutet, weiter in die Tiermedizin. Wenn man dann sehr viel Bakterien aufnimmt, dann werden diese Bakterien eben im Darm auch das Immunsystem beeinflussen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mindestens so viel eine Rolle spielt, wie jetzt was genau an Fleisch oder Gemüse oder sonst was in diesem Futter drin ist. Weil die Dosen- und Trockenfutter, die müssen natürlich steril sein. Da darf nichts drin sein, weil wenn man in einer Dose Bakterien drin hätte, dann würde man die nach 6 Monaten aufmachen und dann wäre das alles verschimmelt. Das ginge nicht. Ja. Von dem her müssen die das sterilisieren. Und das ist bei dem Trockenfutter natürlich genau das Gleiche. Und das genießen wir als Besitzer natürlich auch, wenn wir irgendwo in Urlaub fahren und nehmen einen Futtersack mit Trockenfutter mit, dass man dann tatsächlich 2 Wochen lang das hernehmen kann, ohne dass der Hund Durchfall kriegt, weil das halt hält. Aber beim Welpen kann das halt unter Umständen vielleicht nicht so ideal sein. Aber das wissen wir alles noch nicht. Da sind wir im Moment noch dran, ja. Was da genau los ist. Für den normalen Besitzer, der den Welpen mit 12 Wochen kriegt, ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass man den Hund viel rausnimmt. Und ich persönlich glaube, dass das auch in der Stadt hauptsächlich damit zusammenhängt, wie viel der Hund dann in einer natürlichen Umgebung rumschnuppern kann. Also auch wenn man in München wohnt zum Beispiel, wenn man jeden Tag in den Englischen Garten geht für 2 Stunden, ist es wahrscheinlich für den Hund nicht anders, als wenn man auf dem Land wohnt und dann dort in den Wald geht. Ja, der muss halt nur die Gelegenheit haben, auch mal in Büschen rumzuschnüffeln. Und dazu gehört natürlich auch, was viele Besitzer nicht so mögen, aber unglücklicherweise manche Hunde, dass man sich mit Sachen beschäftigt, die den Menschen nicht so sympathisch sind und die vielleicht auch nicht so gut riechen. Ja. Aber dass der Hund eben exponiert wird gegen viele verschiedene natürliche und vielleicht auch uns nicht immer sympathische Sachen. Ja. Dass der in Pfützen reingehen kann, dass der eben auch mal aus einer Pfütze zum Beispiel trinkt oder so. Das, was ein Hund draußen normal ohne Menschen auch machen würde. Und wenn man das alles unterbindet und den wirklich nur als Schoßhund in der Wohnung hält und dann auf dem Schoß und dann vielleicht noch einmal die Woche schamponiert, damit er gut riecht, dann nimmt man natürlich dem Immunsystem eines jungen Hundes schon sehr viele Möglichkeiten, groß zu werden, aufzuwachsen. Ja, ein bisschen wie bei unseren Kindern mit den Helikoptereltern, bei denen die Kinder mit 15 noch nicht wissen, wie man selber einkaufen geht. Ja. Mhm. Aber das ist beim Immunsystem nicht anders. Das muss auch trainiert werden und das muss von jung an quasi lernen, wozu es da ist, sozusagen. Mhm.
Und können denn Futtermittelallergien auch einfach wieder verschwinden? Bei Menschen ist das ja so, dass manche Allergien, sagt man, die können auch wieder weggehen. Aber meine Vermutung wäre jetzt Futtermittelallergien eher nicht. Wie ist da der Stand? Bei Menschen weiß man, dass manche Futterallergien bei vielen Leuten weggehen. Milchallergie zum Beispiel ist beim Baby ja sehr, sehr häufig. Also wenn Sie ein Kleinkind haben, das milchallergisch ist, das sagt jeder Dermatologe oder Allergologe, ja klar, die sehe ich jeden Tag. Das ist überhaupt eine Routinegeschichte. 80% unserer Milchallergiker, die also mit einem Jahr zum Beispiel milchallergisch sind, sind mit 20 Jahren nicht mehr milchallergisch. Die wachsen raus. Und was wahrscheinlich passiert ist, man kann das Immunsystem ja desensibilisieren. Mit anderen Worten, wenn es allergisch ist, was wir dann oft bei Allergien gegen zum Beispiel Staubmilben machen, wir injizieren Staubmilbenantigene in den Hund, die Katze, den Humanen, also den Humanpatienten, den Menschen rein, um das Immunsystem dann dazu zu bringen, irgendwann die Hände hochzuwerfen und zu sagen, wenn so viel da ist, dann gebe ich jetzt auf. Dann reagiere ich einfach nicht mehr. Ja. Das nennt man eine Toleranzentwicklung. Und es ist eigentlich auch normal beim Welpen oder Baby, dass wenn man denen was zum Essen gibt, dass die dann erkennen, schon sehr frühzeitig im Darm, ach, das ist normal, da muss man nicht dagegen reagieren. Das kann natürlich diese Desensibilisierung auch mal passieren, indem man immer weiter das zu sich nimmt, was einem Probleme bereitet. Da geht man natürlich dann durch ein Tal der Tränen, wenn man so will, weil man durch diese Exponierung zuerst die Klinik schlimmer macht. Und damit Hund oder Katze oder Mensch mit Durchfall oder Hautproblemen sehr zu kämpfen haben. Aber es kann dann schon sein, dass sich das mit der Zeit wieder normalisiert. Ob das beim Hund auch bei bestimmten Allergenen wahrscheinlicher ist als bei anderen. Bei Menschen weiß man, Milch geht weg, so als Zusammenfassung oder Vereinfachung. Jeder Allergologe erschießt mich jetzt wahrscheinlich, aber Milch geht in der Regel weg. Erdnussallergie bleibt. Mit anderen Worten, wenn Sie ein Kind haben, das mit 5 Jahren keine Erdnüsse verträgt, ohne medikamentelle Intervention oder Desensibilisierung, kriegt er auch mit 30 noch einen anaphylaktischen Schock, wenn er eine Erdnuss isst oder zum Thailänder irgendeine falsche Soße erwischt. Ja. Beim Hund haben wir da gar keine Ahnung, welche Allergene weggehen können, welche nicht so weggehen können. Ich kann Ihnen nur aus Erfahrung sagen, dass bei den meisten Patienten, die ich sehe, die Futtermittelallergien nicht ohne Probleme weggehen, sondern längerfristig da sind. Und dass bei den Patienten, die wir tatsächlich über lange Jahre betreuen und die immer wieder neue Futterallergien entwickeln, und das sind Gott sei Dank sehr, sehr wenige, da habe ich in 30 Jahren vielleicht ein halbes Dutzend gesehen, ja, aber die gibt es, die dann alle Jahre quasi wieder allergisch werden gegen das Futter, was man ihnen die letzten 12 Monate gegeben hat. Dass ich bei einigen dieser Patienten nach 10 Jahren dann wieder auf ein Futter zurückgegangen bin, was vor 10 Jahren ein Problem war, und das haben sie dann wieder ein Jahr lang toleriert. Das heißt, wenn man lang genug wartet, dann sterben quasi die Gedächtniszellen ab, die sich daran erinnern, dass da ja eine Allergie da sein muss. Und dann ist es für den Menschen oder den Hund so, als ob sie das nie gesehen hätten, und dann passiert alles entweder von neuem oder gar nicht mehr, je nachdem, was dann genau los ist, ja. Aber da gibt es extrem wenig gute Daten, weil, wie gesagt, ich habe in 30 Jahren jetzt da ein halbes Dutzend solche Patienten. Wenn man da eine Studie machen wollte, da würde man lang sitzen. Das ist sehr schwierig. Jetzt haben Sie es ja vorhin schon angedeutet, was wir so für Symptome haben. Also, wann besteht als Hunde- und Katzenhalter in Handlungsbedarf? Wenn ich bemerke, der Hund hat Durchfall, wenn ich bemerke, das Tier kratzt sich, wann sollte man zum Tierarzt gehen? Die Frage ist immer, wie viel Kratzen ist normal? Weil Kratzen ist ein Reflex, der dazu da ist, was von der Haut zu entfernen. Und wenn ich einen Hund habe, der entweder gebadet wird oder der sich irgendwo in einem Schlamm wälzt, dass die hinterher sich am Rasen trocken wälzen, reiben, kratzen, das ist völlig normal. Ja. Wenn ein Hund einen Flohd erwischt irgendwo, dann kann es auch sein, dass der den mal wegkratzen will, und das kann auch gelingen. Ja. Von dem her, wenn Juckreiz da ist für mal 10 Minuten, irgendwann würde ich jetzt keine Panik kriegen und zum Tierarzt gehen. In dem Moment, wo der Juckreiz eine Problematik ist, die tatsächlich ein tägliches Problem ist, und zwar über mehrere Tage weg, also nicht nur 1, 2 Tage, sondern tatsächlich dann eine Woche oder so, dann würde ich schon zum Tierarzt gehen. In dem Moment, wo der Juckreiz so schwer ist, dass sich der Hund verletzt oder die Katze, und das kann auch nach 2 Tagen schon sein, wenn es entsprechend ist,
würde ich auch zum Tierarzt gehen. Das sind zwar häufiger dann keine Futterallergien, sondern vielleicht eine Infektion mit irgendwelchen Räudemilben oder so, aber die sind behandlungsbedürftig und je schneller man da beim Tierarzt ist und je schneller das behandelt wird, umso besser ist das für das Tier. Ähnliches ist für einen Durchfall zu sagen, kaum ein Hund wird 10 Jahre alt werden, ohne mindestens 3-4 Mal Durchfall gehabt zu haben. Das ist bei uns ja auch nicht so viel anders. Man erwischt mal was Falsches, man holt sich mal eine virale Infektion und dann hat man halt mal Probleme und sitzt mal länger auf dem Topf. Und das ist beim Hund auch so. Wenn der mal einen Durchfall kriegt, würde ich als erstes als Besitzer nichts mehr füttern. Also wirklich mal einen halben Tag oder einen Tag gar kein Futter geben, sondern nur Wasser geben. Das ist bei der Katze anders, aber beim Hund kann man das ohne Schwierigkeiten machen. Kein Hund wird darunter leiden, mal 2-3 Tage nicht zu fressen. Ja. Wie die wenigsten Menschen auch. Also das ist jetzt für uns auch nicht so schlecht. Und wenn das dann weggeht, dann braucht man keinen Tierarzt. In dem Moment, wo nach einem Tag Abstinenz sozusagen immer noch ein Durchfall da ist, oder in dem Moment, wo der Hund auch am ersten Tag Schmerzen dazu hat, also wirklich nicht sich selber ist, dann sollte man schon gleich zum Tierarzt gehen. Weil das kann zahlreiche Ursachen haben, die unter Umständen auch akut behandlungsbedürftig sind. Ja, da gibt es alle möglichen Darmgeschichten, bei denen man unter Umständen dann auch schnell operieren muss. Wenn der irgendwo einen Fremdkörper sitzen hat, zum Beispiel, dann kann man da nicht lang warten. Ja, können ganze Teile des Magens oder des Darms absterben. So Sachen, mit denen sollte man nicht spaßen. Also in dem Moment, wo das Tier krank ist, gleich zum Tierarzt. In dem Moment, wo der Juckreiz oder Durchfall nicht mit irgendwelchen allgemeinen Symptomen einhergeht, dass man sagt, mein Tier fühlt sich offensichtlich sehr unwohl, kann man schon mal einen Tag warten und sagen, so, jetzt gucken wir mal, und wenn das nach einem Tag oder zwei weg ist, ist das okay. In dem Moment, wo das weitergeht, sollte man schon einen Tierarzt aufsuchen. Und wie lässt sich dann beim Tierarzt so eine Futtermittelallergie diagnostizieren? Also wie findet man das raus, dass es sich darum handelt? Da gibt es leider nur eine Methode. Also es gibt zahlreiche Tests, die angeboten werden von vielen Firmen, auch in Deutschland. Es gibt Tests, wo man Haare einschicken kann, wo man Speichel einschicken kann. Es gibt Bluttests. Alle diese Firmen werben sehr kompetent für ihre Produkte, die alle absolut nutzlos sind. Keines dieser Produkte hat irgendwelche Daten im Moment, irgendwelche Daten, die diese Tests in irgendeiner seriösen Weise unterstützen. Die werden alle Fallberichte auf ihren Webseiten haben. Hund Fifi, der dramatisch besser wurde mit unserem Test. Glauben Sie nichts von dem, was da steht. Vielleicht wurde der Hund besser, aber viele Hunde werden mit dem Durchfall auch besser, wenn man nichts tut. Oder wenn man das Futter umstellt. Oder wenn der liebe Gott Einsehen hat. Da gibt es viele Gründe, warum die Einzelfälle besser werden könnten. In Studien, die wir und viele andere gemacht haben über die letzten 20 Jahre, weil wir liebend gern einen Test hätten für solche Futterallergiker, kam immer das Gleiche raus. Man kann die Ergebnisse dieser Tests zu benutzen, das Klo zu tapezieren, ein Lagerfeuer zu machen, aber nicht dazu, den Hund erfolgreich zu therapieren. Es gibt auch viele Tierärzte, die solche Tests anbieten, entweder weil sie selber die Werbung glauben von diesen Firmen, oder, und das höre ich häufig bei meinen Fortbildungen, weil sie sagen, die Besitzer wollen das ja. Und wenn wir das denen nicht zugestehen, wenn wir das Blut nicht nehmen und einschicken, dann sind die Besitzer sauer und dann gehen sie zum nächsten Tierarzt. Aber ich kann den Besitzern nur raten, nichts von diesem Zeugs zu machen. In dem Moment, wo sich das ändert, werden alle Dermatologen und Gastroenterologen auf der Welt diese Tests bewerben, weil wir alle froh sind, wenn wir nicht mehr die Alternative machen müssen, auf die ich gleich eingehe, weil das sehr anstrengend für Besitzer und Tierärzte ist und für die Tiere oft auch. Ja. Aber im Moment gibt es leider nichts, was uns den Weg erspart über eine leidensvolle sogenannte Eliminationsdiät. Das ist die einzige Art, das rauszufinden und das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Wenn ein Hund gegen Rindfleisch allergisch ist und man gibt ihm kein Rindfleisch mehr, sollte die Symptomatik weggehen. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Hunde jetzt nicht nur Rindfleisch kriegen, sondern wenn sie eine typische Fütterung haben, dann füttern sie vielleicht ein Dosenfutter, ein Trockenfutter, dann kriegt er ein bisschen was vom Tisch, dann kriegt er vielleicht noch ein bisschen Hausgekochtes. Das heißt, wenn Sie die typischen Inhaltsstoffe angucken, kriegen die meisten Hunde und Katzen Rindfleisch, Schweinefleisch, Truthahnfleisch, Lammfleisch, Mais, Weizen,
oft auch Reis und Kartoffeln. Das sind so die wichtigsten und häufigsten Inhaltsstoffe. Wenn Sie dann meinetwegen Ente füttern, dann ist in diesem Entenfutter zusätzlich zum Rind, zum Schwein, zum Truthahn oder sonst was vielleicht auch noch Ente drin und vielleicht auch noch viel Ente drin. Aber ganz wichtig, dass man das weiß, für eine Allergie braucht es nicht viel. Wenn jemand richtig allergisch ist, dann kann der Nachbar im Flugzeug Erdnüsse essen und man selber kriegt einen anaphylaktischen Schock, ohne dass man eine Erdnuss im Mund steckt. Weil so ein bisschen, was dann in der Luft quasi rübergetragen wird, reichen kann. Das ist bei unseren Haustieren extrem selten. Die kriegen keine anaphylaktischen Schocks mit Futtermittelallergien. Die kriegen eher den Juckreiz und den Durchfall. Und es ist auch selten, dass die so wenig brauchen. Die brauchen dann schon ein bisschen was. Aber ein Fingerhut voll kann reichen. Ja. Also von dem her muss man dann meistens bei den Tieren, die normal gefüttert werden, normal meine ich jetzt durchschnittlich gefüttert werden, alle die Dinge nicht mehr füttern, die er vorher gekriegt hat. Also in der Regel kein Rindfleisch, kein Schweinefleisch, kein Lamm- oder Schaffleisch, kein Hühnerfleisch, kein Truthahnfleisch, kein Weizen, kein Reis, keine Kartoffeln und Weizen sind Nudeln. Ja. Das heißt, man nimmt dann meistens was ganz Komisches. Und es variiert von Tier zu Tier, je nachdem, was vorher gefüttert wurde. Was wir häufig hernehmen, ist zum Beispiel Pferdefleisch und Süßkartoffeln oder Kaninchenfleisch und Hirse beim Hund. Bei der Katze nehmen wir häufig nur das Fleisch, ohne irgendwelche Kohlenhydrate. Wenn Besitzer das nicht machen wollen, wir haben natürlich mittlerweile auch nicht mehr so selten vegetarische Besitzer oder Veganer. Wenn man denen sagt, ihr kocht jetzt jeden Tag Pferdefleisch, dann fühlen die sich nicht so wohl. Muss man auch verstehen, ja. Dann gibt es auch kommerzielle Futter, aber da kommt der zweite große Pferdefuß, den viele Besitzer nicht gewusst haben und auch viele Tierärzte nicht so wahrnehmen. Bei Studien, und es gibt mittlerweile mindestens 10 Studien, die viele verschiedene Futter anschauen, die speziell gemacht wurden. Ente und Tapioka und Pferd und Erbsen und Känguru und Hafer. Da gibt es ja jede Menge Trocken- und Dosenfutter, die mit sowas werben. 80% dieser Futter sind kontaminiert mit anderen Sachen. Mit anderen Worten, man kauft Ente und Tapioka und es ist Rindfleisch auch drin. Das muss nicht unbedingt viel sein, aber beim Allergiker kann das ausreichen. Das heißt, um rauszufinden, und ich betone, das ist jetzt nicht für die Dauerfütterung, sondern nur für die Diagnose, um rauszufinden, ob das Problem aufgrund einer Futterallergie besteht, kann man solche Futter nicht gut empfehlen. Weil wenn die kontaminiert sind und da ist ein bisschen Rind drin, dann glaubt man, weil der Hund nicht besser wird, oder die Katze, dass das nicht das Rind war. Und in Wirklichkeit hat er nur deswegen weiter Probleme, weil da halt auch Rind drin ist. Ja. Und das muss nicht Absicht, oder ich unterstelle keiner dieser Firmen Absicht, aber viele der Firmen haben nicht die Labors, jede Futtermittellieferung, die sie kriegen. Die bestellen 10 Tonnen Pferdefleisch, dann kommt ein Container mit Pferd. Ja. Die haben das Labor nicht, dann diesen Container zu beproben und rauszufinden mit Labormethoden, ob das tatsächlich nur Pferdefleisch ist. Und von dem her muss man für die Diagnose in der Regel dann tatsächlich das Fleisch beim Metzger kaufen, wo man sicher ist, dass nur das ist. Oder aber, wenn man kommerziell füttern will, dann empfehlen wir sogenannte hydrolysierte Diäten. Da gibt es mittlerweile einige und die zwei großen Firmen auf dem Markt, die meisten Diätfutter machen für medizinische Zwecke, die haben relativ gute hydrolysierte Futter und bei denen wurde solche Kontamination bisher noch nicht nachgewiesen. Die haben aber natürlich auch große Fabriken und testen jede Lieferung, die reinkommt, mit randomisierten Proben, um sicherzustellen, dass da tatsächlich nur das drin ist, was draufsteht. Und dann wird dieses Protein oder Eiweiß so klein gemacht, dass es eigentlich keine Allergie mehr hervorrufen können sollte. Und das stimmt auch bei 98% der Patienten. Und das ist eine relativ gute Zahl. Von dem her, wenn man kommerziell machen will, dann sollte man sich so eine hydrolysierte Diät holen. Und die Tierärzte können die durchaus empfehlen. Die wissen auch, welche da am besten sind. Die sind nicht billig, aber die muss man nicht das ganze Leben füttern. Weil jetzt kommt die dritte wichtige Geschichte für Tierbesitzer. Wenn nach 8 Wochen nichts passiert ist, wenn das Tier sich nicht gebessert hat, dann spielt Futter keine Rolle. Und dann kann man wieder völlig normal alles füttern, was man will. Dann braucht man nicht ewig lang diese Dinge weiterzumachen. Ja. Wenn der Hund oder die Katze besser wurden, heißt es auch noch nicht, dass es das Futter war. Wir kriegen immer wieder Besitzer, die Dr. Google zu Rat gezogen haben und die Futterwechsel selber machen. Ja.
Also fast jeder unserer Patienten, ich kriege sehr viele chronische Patienten, die schon Jahre Probleme haben, die haben schon Diäten gemacht. Das Problem ist, wenn man eine Diät macht, muss die 100% sein. Keine Semmel, kein Wurstzipfel, keine Leberwurst, keine Schweinsohren, keine Vitaminpräparate für Tiere, die in der Regel mit Rindfleisch Geschmacksstoff versehen sind, damit die Tiere die auch mögen. Ja, das reicht alles aus. Das muss alles weg. Der kriegt nur Pferd und Süßkartoffel, sonst nichts. Und wenn er dann besser wird, und das ist ganz, ganz wichtig, dann füttert man das alte Futter wieder. Weil der kann besser werden, weil es jetzt Winter ist und der hat eigentlich eine Pollenallergie gehabt und die Pollen sind weg. Der kann besser werden, weil man sich mehr um den Hund kümmert, weil jetzt macht man ja mehr und dann kriegt man vielleicht noch ein Shampoo und dann macht man noch dies oder jenes. Das muss nicht das Futter sein. Wenn man dann das alte Futter wieder füttert, dann reagieren die Tiere mit derselben Symptomatik innerhalb von Tagen wieder. Und dann geht man sofort wieder auf die Diät und wenn es dann wieder weggeht, dann hat man die Diagnose. Okay, also dieses 100% konsequente Diät mit nur zwei Sachen beim Hund, also Fleisch und Kohlenhydrat, mit nur dem Fleisch bei der Katze oder mit dieser hydrolysierten kommerziellen Diät. Wenn die besser werden, das alte Futter, wenn sie schlechter werden, wieder die Diät, wenn sie dann besser werden, wissen wir, es war das Futter. Bis dahin muss jeder gehen. Und das wollen viele Besitzer auch nicht, weil sie sagen, jetzt war er so lang schlecht, jetzt ist er endlich gut und jetzt riskiere ich das wieder, ich bin doch nicht wahnsinnig. Aber das ist die einzige Art, zuverlässig rauszufinden, dass es tatsächlich Futter war. Und wenn man das dann weiß, dann kommt die Zeit für diese ganzen anderen kommerziellen Futter, also Ente und Tapioca oder Kaninchen und Erbsen oder was auch immer. Ja. Weil dann weiß man, wenn er es verträgt, ist gut. Wenn er wieder juckt, dann war es das Futter und nicht irgendwas in der Umwelt, weil die haben es ja schon zweimal konsequent gemacht. Und dann gibt man halt langfristig entweder diese kommerziellen Dinger oder aber, und da kommen wir zu einer anderen wichtigen Sache, wenn man tatsächlich das Pferdefleisch und die Kartoffeln weiterfüttern will, nur als Beispiel, da gibt es ein paar Besitzer, die sagen, das mag er so gern, das Fell schaut super aus, ich will es weitermachen, dann muss man sich tatsächlich darum kümmern, dass das dann auch ausgewogen ist, weil bei so einer limitierten Diät, die einem Tier über 8 Wochen oder 6 Wochen keine Probleme bereitet, fehlen natürlich Dinge, die nach einem Jahr schon ein Problem machen können. Das heißt, man muss dann unbedingt Vitamine, Mineralstoffe, Fettsäuren zufügen und wie das am besten geht, da sollte man den Tierarzt fragen. Wir haben da auch bei uns an der Kleintierklinik eine Ernährungsspezialistin, die macht den ganzen Tag nichts anderes als bei Besitzern, die anrufen und sagen, wir haben das und das Futter und wollen das für unseren 15 Kilo schweren Mops, der 5 Jahre alt ist, ausgewogen gestalten. Und dann hat die ein Programm, wo die eingeben kann, welche Rasse, welches Gewicht, welche Inhaltsstoffe, was fehlt, was muss ich dazu tun und kann dann ihre Empfehlungen aussprechen. Das war ja auf jeden Fall jetzt schon mal super viel Info und total interessant. Welche Inhaltsstoffe, also gibt es Inhaltsstoffe, die besonders häufig eine Allergie auslösen? Ich glaube, Sie hatten jetzt schon so ein paar genannt. Sind das auch die, die das häufig auslösen? Die Inhaltsstoffe beim Tier, die am häufigsten Allergie auslösen, sind die Inhaltsstoffe, die am häufigsten gefüttert werden. Beim Hund wäre das also Rind, Weizen, Hühnchen und bei der Katze wären es Fisch, Rind und Hühnchen. Das sind so die 3 häufigsten, die man identifiziert. Das sind aber auch die 3 häufigsten in den jeweiligen Futtern. Also von dem her, ich habe lange Jahre in Australien praktiziert und als ich von Amerika nach Australien umgezogen bin, in Amerika hatten wir damals, das ist schon eine Weile her, da waren sie wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, da hat es in Amerika als Eliminationsdiät immer Lamm und Reis gegeben. Das haben wir damals so gemacht, das ist jetzt Jahrzehnte her, ja. Und dann bin ich nach Australien gegangen und habe meinem ersten Patienten auch eine Lamm- und Reisdiät angedeihen wollen. Und dann hat mich meine Frau, die ist Australierin, sofort aus dem Untersuchungsraum rausgezogen und hat übernommen. Und ich war sehr sauer, weil ich kam mir da schon etwas bevormundet vor. Und habe mir dann aber erklärt, dass in Australien Lamm die zweitwichtigste Ursache für Lebensmittelallergien beim Hund ist, weil in Australien gibt es so viel Schafe, dass in jedem Hundefutter auch Lammfleisch drin ist. Und damit werden die gegen Lamm häufiger allergisch, weil sie es häufiger kriegen. Das wusste ich nur nicht. Ja. Das heißt, ich habe jetzt die 3 häufigsten für jede Spezies genannt, aber das variiert natürlich von Patient zu Patient, weil wir, wenn wir jemanden haben, der zum Beispiel seit er kleines Pferdefleisch kriegt, das Pferd an erste Stelle setzen würden und sagen würden, das macht uns dann wahrscheinlich am meisten Probleme.
Therapiemöglichkeit, um Nahrungsmittelallergien mittel- oder langfristig zu lindern, das ist ja quasi diese Diät dann, die spezielle Diät, wo man ein spezielles Futter dann einfach gibt. Das ist das Ideale. Also in dem Moment, wo man dann weiß, in dem Moment, wo wir weiß, der Hund, wo wir wissen, der Hund hat eine Allergie gegen ein Futterbestandteil, kann man dann sogar, wenn man will, und manche Besitzer machen das dann auch über Jahre, immer wieder was Neues probieren und schauen, was war es denn eigentlich? Weil wenn man ein Durchschnittsfutter gibt, ein Durchschnittstrockenfutter oder Dosenfutter, die haben ja mindestens 6, 7 Sachen drin oder 8. Ja. Dann kann man da eine Weile Hühnchenschlägel dazu füttern ein bisschen. Und wenn nichts passiert nach 2 Wochen, dann kann er Huhn essen. Dann ist er nicht gegen Huhn allergisch. Wenn es schlechter wird, hört man es wieder auf, weiß, okay, Huhn geht nicht. Dann probiert man Rinderhack, ja, wenn es geht, super. Wenn es nicht geht, weiß man, Rind ist raus. Dann kann man quasi ein Profil erstellen. Es gibt aber Besitzer, denen ist es zu viel, ja, emotionell und auch organisatorisch. Wenn man 3 kleine Kinder zu Hause hat und 2 Tiere und dann vielleicht noch Vollzeit arbeitet, dann kann man nicht nebenher diese ganzen Sachen so leicht machen. Und es gibt auch Besitzer, die sind psychologisch nicht dazu in der Lage, eine Diät zu füttern. Ja, das gibt es einfach. Ich hatte einmal einen Herrn, dem habe ich erklärt, warum wir eine Diät machen müssen für diesen Hund, der sehr schlecht benannt war. Und dann hat der Herr mich angeschaut und hat gesagt, wenn mein Hund mein Schnitzel will, kriegt der mein Schnitzel. Worauf ich ihm gesagt habe, Sie machen jetzt einen Witz, oder? Das war ein ganz normaler, intelligenter Wald- und Wiesenmensch. Also jetzt nicht irgendein komischer Typ. Mhm. Er hat gesagt, ich liebe meinen Hund und wenn die mich anschaut, kann ich nicht widerstehen. Das ist halt so. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird nicht klappen. Und das haben wir immer mal wieder. Das ist jetzt nicht die Regel, aber es ist regelmäßig. Also ich sehe das wahrscheinlich mindestens einmal im Monat, dass jemand sagt, eine Diät geht nicht. Es gibt auch Gründe, da kann keiner was dafür. Wenn man ein 3-jähriges Kind hat, dann wird eine Diät beim Golden Retriever nie funktionieren, weil der Kleine schmeißt einen Wiener runter. So schnell kann man gar nicht schauen, wie der Hund den Wiener hat. Ja. Und da muss man, oder wenn man einen Opa im Haus hat, ja, ich habe selber so einen Opa gehabt, der ist regelmäßig die Salami vom Tisch in die Schnauze des Hundes gewandelt. Und wenn man den dabei erwischt hat und hat ihn versucht zur Rede zu stellen, hat er darauf bestanden, das hat er nicht gemacht. Ja. In so einer Situation kann man keine Diät machen. Dann kann man natürlich auch medikamentell einwirken. Also wir haben schon antiallergische Medikamente. Und da gibt es welche, die schaden auch nicht viel. Also Antihistaminika sind den meisten Allergikern mit Heuschnupfen ein Begriff. Die nimmt mein Sohn seit 20 Jahren. Das ist jetzt nicht etwas, wovor man Angst haben muss, dass da irgendwann die Leber oder die Niere kaputt geht. Aber die wirken natürlich auch nicht immer und nicht immer so zuverlässig, wie wir das gern hätten. Es gibt hier zuverlässige Medikamente, aber auch die haben zum Großteil dann unter Umständen langfristig Nebenwirkungen. Es gibt mittlerweile die ersten Medikamente, die auch langfristig gut wirken, die wenig Nebenwirkungen haben, die sind aber naturgemäß dann nicht so billig. Da müsste man dann mit dem Tierarzt reden, ja. Da haben die Tierärzte sehr viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer die Diät sein. Nur wenn man zuverlässig rausfinden will, ist es eine Futterallergie, ist die Diät das einzige und die muss gescheit gemacht werden. Unser Hauptproblem in unserer Praxis sind Besitzer, die das auf eigene Faust 24 Mal probiert haben und 24 Mal verschiedene Diäten probiert haben. Und wenn ich dann sage, was hat er denn noch nie gehabt, dann sagen die, der hat alles schon gehabt. Und unser Hauptproblem eigentlich bei den Anfangsfutterallergikern sind die Besitzer, das kann ich an der Stelle vielleicht gerade mal sagen, so als Pledge von den Tierärzten, die füttern montags Lamm, dienstags Rind, mittwochs Fisch, donnerstags Kaninchen, freitags Hühnchen, samstags Truthahn, damit der arme Hund eine Abwechslung hat oder die arme Katze. Da kann ich als Tierarzt nur sagen, eine Katze in der Wildnis fängt Vögel und Mäuse und das macht sie 15 Jahre lang, ohne irgendwann ein Kaninchen oder Pferd zu kriegen. Und es ist überhaupt kein Problem. Und die Vorgänger unseres Hundes in der Vergangenheit, und wenn man die Wölfe heute anschaut, die Wölfe, da gibt es montags Karibu, dienstags Karibu, mittags Karibu, mittwochs, donnerstags Karibu, freitags Karibu, über Jahre. Und die sind gesund. Wir müssen unseren Tieren nicht das zumuten, was wir selber so gern haben, dass wir montags lieber Thai essen und dienstags Indisch und mittwochs dann Bayerisch. Das brauchen die nicht. Und mir als Tierarzt ist es immer sehr sympathisch, wenn ich einen Hund oder eine Katze habe, die eben nicht alles schon gekriegt haben, damit, wenn es dann klemmt, ich leicht verfügbare Sachen habe, die sie noch nie hatten. Also das wäre für uns Tierärzte manchmal viel einfacher.
Okay, ja, auch sehr, sehr gut zu wissen, glaube ich. Für diese akuten Symptome wie Ausschlag, Magen-Darm-Probleme, Juckreiz, da gibt es ja sicherlich Behandlungsmöglichkeiten, die dann diese allergische Reaktion erstmal direkt stoppen. Richtig. Und wie gesagt, Antihistaminika können da genommen werden, wenn man vermutet, dass eine Allergie ist. Wenn man nicht so genau weiß, was es ist, nehmen Tierärzte immer gern Cortison, weil Cortison macht alles ein paar Tage besser, weil es die Entzündung insgesamt runterfährt, ja, unabhängig von der Ursache. Man sollte solche Sachen aber eigentlich nur kurzfristig hernehmen, so für ein paar Tage, damit sich alles erholen kann sozusagen. Langfristig ist es tatsächlich besser herauszufinden, warum das Problem da ist und das dann zu vermeiden, wenn es geht. Jetzt hatten Sie auch schon kurz die Ernährungsberatung erwähnt, die Sie an der LMU München haben. In welchen Fällen lohnt sich das denn, da anzurufen? Also vor allem jetzt mit Allergikertieren. In dem Moment, wo Sie selber eine Diät kochen, sollte man da schon überlegen, wenn man nicht selber was davon versteht. Es gibt ja Leute, die fuchsen sich da rein. Es gibt ja genügend Literatur und es gibt auch Tierärzte, die da sehr gut sind. Die meisten sind es nicht. Also ich könnte Ihnen spontan auch als Dermatologe jetzt nicht sagen, wie viel Milligramm Kalzium pro Kilogramm Körpergewicht ein erwachsener Hund oder ein Welpe braucht. Das ist nicht in meinem Arbeitsspeicher drin. Ich kann es nachgucken. Aber ich habe andere Dinge in meinem Kopf, die ich jeden Tag 35 Mal brauche, das weiß ich nicht. Und da ist es dann schon ganz gut, wenn man sich da Hilfe holt. Und besonders wichtig, wenn man selber kocht, ist es dann, wenn man wachsende Hunde hat. Also bei Welpen und wachsenden Hunderassen, wenn man eine deutsche Dogge hat, die ein Jahr alt ist, wenn man da falsch ernährt, kann man sehr, sehr viel Schaden anrichten. Bei einem 10-jährigen Hund, den man anfängt, falsch zu ernähren, kann es durchaus sein, dass bis da klinisch was rauskommt, das Ende der Lebensstange erreicht ist, ja. Aber bei jüngeren Hunden ist es wichtig und bei selber kochen ist es dann wichtig, wenn man sich da nicht so auskennt. Okay. Ja, super. Ganz, ganz vielen Dank für dieses spannende Gespräch mit ganz, ganz vielen Infos zu Futtermittelallergien. Wenn ihr noch mehr über Ernährung von Hunden und Katzen erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort packe ich euch auf jeden Fall den Link zur Ernährungssprechstunde der LMU rein und auch noch einen Link zu einem Interview mit Tierärztin Verena Virosa vom Deutschen Tierschutzbund. Mit der hatten wir letztes Jahr zum Beispiel auch schon zum Thema Ernährung bei Hunden und Katzen gesprochen. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge auf unseren Social-Media-Kanälen, auf den Podcast-Plattformen oder auch per E-Mail unter podcast@agila.de. Damit verabschiede ich mich schon. Ich bedanke mich bei Dr. Müller und freue mich schon auf die nächste Folge, die am 24. Juni erscheint. Und ich möchte mich auch bedanken für die Einladung, für die Gelegenheit, das alles mal loszuwerden. Vielleicht hören ja viele Leute diesen Podcast und dann haben wir auch weniger von den Patienten, die dann ein Problem sind für unsere Eliminationsdiäten. Vielen Ja, Dank das nochmal. wäre super. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.